Nee, Natururin schon wieder dran. Ich mache heute schon wieder eine Wanderung mit draußen pennen. Und Marvin vom Kanal Marvcon TV, der kommt auch mit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt dann noch eine Person mit. Und wir wollten hier nach Fern hinfahren. Ich muss gleich zur Bahnhof Sievoldsbrück. Und dann fahren wir mit dem Zug nach Verden und dort laufen wir irgendwo rum. Und hier, Marvin hat mir eine Sprachnachricht gesendet. Die hört sich so an. Alexa, wie wird das Wetter in Verden am Wochenende? In Verden, Niedersachsen am Wochenende, Freitag 1 Grad Celsius sowie Schnee und Regen. Samstag 1 Grad und stark bewölkt. Sonntag 0 Grad und teilweise sonniges Wetter. Das hört sich gut an für draußen pennen. Deswegen macht man das auch so. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie viel Kalt heute Nacht kommt. Und hier war ich in einer halben Stunde auf jeden Fall schon im Bahnhof Sievoldsbrück sein muss und um diesen verschmierten Dreckszug zu erwischen, werde ich jetzt hier meinen Wagen runterbringen. Also diesen Wagen hier mit meiner Tasche hier, dieser Trekking-Rucksack. Und dann werde ich den unten aufbauen. Und danach zum Bahnhof Sievoldsbrück hin auf den Start kommt. So, jetzt Wanderungsstart kommt. Erstmal zu diesem versifften Bahnhof Sievoldsbrück, also da, wo ganz viel Uringeruch drin ist. Da erstmal hin. Und dann auf diesen Scheißzug warten. Und wenn Zug angekommen ist, dann ist Marvin und der andere auch im Zug drin. Hier, ich habe den voll versifften Bahnhof Sievoldsbrück gefunden. Und jetzt dort reingehen. Und je tiefer ich in diesem Bahnhof drin bin, desto mehr Uringeruch kommt. Und jetzt diesen schweren Wagen hier hochtragen. Diese Scheißtreppe. Das mache ich jetzt. Ich bin bei diesem verschmierten Bahnhof drauf. Und hier, guck mal. Das hier, das ist neu. Weil hier, in der Winterzeit kommt immer schneller Dunkle. Und das Ding sollte irgendwie reflektieren oder so. Und von dem irgend so ein Fahrzeugfahrer erfasst zu werden, das ist das Letzte, was man will. Deswegen habe ich das da drauf gemacht. Hier, der dreckige Zug kommt an. Jetzt einsteigen. Ich bin im Zug drin. Und hier, Marvin ist hier. Und der andere, der hat den Zug verpasst und kommt nach. Und gleich steigen wir in Verden aus. So, wir sind hier bei diesen Pferden angekommen. Und jetzt hier, wie heißt das nochmal? Zur Edeka oder wie das heißt, hingehen. Hier in Pferden ist das spürbar kälter als in Bremen, finde ich. Deswegen habe ich jetzt mal eine beschissene Jacke angezogen. Und hier vom anderen Bahnsteig, da hat mich jemand mit Kamera gesehen, da wollte gegrüßt werden. Das mache ich jetzt. Ich grüße dich, Daniel. Aber ansonsten, wir sind gleich hier, wie heißt das nochmal? Bei diesem Edeka da, hier entfernt. Da drüben ist dieser Edeka. So, hier vorne ist dieser Edeka. Nee, nicht Edeka, sondern E-Center heißt das. Da sind wir. Und jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, wir sind gerade einkaufen gegangen und hier, ich habe zwischendurch, damit ich mehr Platz im Magen habe, eben gerade dieser E-Center sowas von vollgeschissen. Das habe ich wirklich gemacht. Und hier, das ist der Einkauf. wie heißt das doch mal? Ich habe ungefähr hier drei Sechserträger Bier, aber da gab es nur zwei Träger und dann habe ich noch sechs geholt.
Ach scheiße, jetzt habe ich die Kamera scheiße gehalten. Hier. Das hier, das ist mein Einkauf. Drei diese Träger von diesem Wickkühler. Da gab es aber nur zwei Träger, deswegen habe ich dann noch sechs Einzelflaschen mitgenommen. Dann zweimal so ein Marktglühwein. Damit wir später Glühwein trinken können. Dann hier Apfeldreieck zum Jetztfressen. Dann fünf Brötchen, weil ich will heute. Weil ich habe noch Frikadellen geholt und die will ich später heute Abend erwärmen und das fressen. Und für die Brötchen dann hier Hamburgersoße und Weißkraut. Das ist mein Fressen für heute Abend. Und hier, weil ich dann nur einen Sommerschlafsack habe, hat Marvin einen zweiten Winterschlafsack für heute Nacht ausgeliehen. Weil das beim letzten Mal schon ganz kalt war. So, und jetzt erstmal Sachen einpacken. So, ich habe die Apfeldreiecke gefressen. Und Marvin hat auch was Kleines gefressen. Und jetzt, das erste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal das erste Bier trinken. Hier, der andere, der kommt doch nicht mehr. Das heißt, wir sind heute doch zu zweit. Und deswegen, jetzt Wanderungsstart kommt. Wanderungsstart kommt. Wir laufen hier über eine Brücke rüber. Und wisst ihr, was das für ein Fluss ist da vorne? Das ist die Aller oder so. Und das hier ist diese Brücke über die Aller von dieser Perspektive aus. Hier, guck mal, Zug fährt. ICE oder wie das heißt. Der fährt hier rum. Der ist gerade hier rumgefahren. Habt ihr das gesehen? So, wir sind hier am Rumlaufen nach Richtung, mal gucken wohin. Nach dieser Richtung laufen wir dahin rum. Das machen wir jetzt. Und mal gucken, wo wir hinlanden. Leute, es ist soweit. Ich bin endlich auf Scheiße getreten. Und weil ich auf Scheiße getreten bin, muss ich hier diese Scheiße auf diesen Gras, auf dieses unschuldige Gras hier dran schmieren. So, ich glaube, ich habe gerade Scheiße-Entfernung gemacht. Erfolgreich. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, da drüben, da ist ein Vollfettstorchennest. Also dieser Nest hinter mir, das ist ein Vollfettstorchennest. Guck mal, was ich gefunden habe. Das sieht voll cool aus. Das erinnert mich an die alten Dorfzeiten. Riecht wie zu Hause, was? Ja. Scheißebecken gefunden. Scheißebecken. Becken mit Scheiße drin. Wir haben Scheißebecken gefunden. Und das hier vorne, das ist so ein richtiger Durchfallbecken, weil der so groß ist. Der ist so hoch, dass ich noch nicht mit meinem Selfie-Stick da reinfilmen kann. Und deswegen ist das so ein richtiger Durchfallbecken im Gegensatz zu diesen Scheißbecken von vorhin. Da ist bestimmt ganz viel Durchfall und sowas drin. Das schwöre ich euch. Guck mal, da drüben sind Ponys oder so, die weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, was die machen. Die rennen hier irgendwie rum. Ach ja, hier. Spielen heißt das. Ja, das machen die, glaube ich. Die spielen rum. Guck mal. Hier, wir haben Dörrpferden gefunden. Da sind wir gerade jetzt. Bierpower. Hier, wir haben Schnee gefunden. Und hier, guck mal, meine ganzen Beine sind so warm und sowas. Und das nervt mich.
Und deswegen werde ich jetzt meine Beine hier ein bisschen rum abkühlen. Mit dem Schnee. Weil die sind irgendwie so warm und so. Und es ist so angenehm mit diesem ganzen Schnee hier rum, hier die Beine abzukühlen. Hier dieser andere Bein auch noch. Weil das ist so angenehm für die Beine. So, jetzt fühlen sich meine Beine angenehmer an. Jetzt können wir weiterlaufen. Hier langsam gleich Dunkle kommt. Das heißt, wenn gleich Dunkle kommt, dann muss ich meine nervige Kopflampe anziehen oder sowas. Damit man mehr sehen kann. Guck mal, hier ein Holzturm. Wir haben so einen Holzturm noch nie so hoch gesehen. Der ist irgendwie voll hoch und so. Der ist bestimmt, keine Ahnung. Ich könnte schon schätzen, so 4-5 Meter bestimmt. Ja, ich denke mal 5 Meter kann das auf jeden Fall gut hinkommen. Wie hoch dieser Holzstapel ist. Also dieser Holzstapel mit Holzbalken. Kennt ihr dieses Holzbalken-Video? Ich spiele euch das mal ab, das habe ich früher gemacht. Holzbalken gefunden. Holzbalken. 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 Noch mehr Holzbalken. 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 Holz. Holzbalken. Warzen. Ich habe euch dieses Holzbalken-Video abgespielt. guck mal, hier vorne ist ein Bunker oder sowas. Da laufen wir jetzt rein. So sieht das hier von innen aus. Hallo. Hallo. Oh, das scheint überhaupt nicht. Hier, guck mal, das ist so ein richtiger Vollfettloch. Das hier, das ist Ruine. So, das hier, also diese Ruine hier vorne, das ist unser Schlafplatz. Marvin, weil der hat auch ein Zelt dabei, aber der muss Heringe reinmachen und deswegen wird er heute hier auf diesen Schlamm hier rumschlafen. Weil ich mein Wurfzelt dabei habe, werde ich genau hier auf diesen harten Boden schlafen. Genauso machen wir das heute. So, ich werde jetzt erstmal mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe jetzt mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufgebaut. Nee. Das ist Marvins Schlafplatz. Und das hier, das ist mein Schlafplatz. Es ist schon eingerichtet. Und jetzt, hier habe ich mein Bier hingestellt. Und jetzt können wir noch weiterhin Bier trinken und sowas. Hier, wir haben Feuerholz zusammengesammelt. Weil hier, wir haben noch so einen ganz alten Grill gefunden. Also dieser Blech von diesem Grill. Und wir können dieser Feuerholz jetzt auf diesen Grill drauf machen. Oder ein bisschen Feuer machen. Und dann haben wir Licht und Wärme hier diese Räumlichkeiten, unser Schlafplatz. Hier, Marvin hat hier vorne Harz dabei.
zum Anzünden. Und hier ist Holz. Zum Teil haben wir das auch mit dieser Säge hier zusammen abgesägt, damit das hier reinpasst. Und hier, Marvin macht da jetzt einen Kleinkram hier rein. Und dann Feuer anzünden. Hier langsam Feuer kommt mit Baumharz. Und diesen Kleinkram, damit das dann entzündet. Und wenn das weiter entzündet, dann kommt Feuer größer. Und wenn Feuer größer ist, dann kommt diese Vollfettschnecke drauf. So, Feuer kommt immer mehr. Das sieht gut aus. Langsam warm kommt. Das finde ich gut. Ich mache hier Brötchen und mit Frikadellen. Die Frikadellen, die mache ich gleich warm. Hier in meinem, wie heißt das nochmal? In der Mikrowelle. Spirituskocher. Und für diese Brötchen dann hier noch Weißkraut rein. Und Hamburger Soße. Das mache ich jetzt. Also werde ich jetzt diese Brötchen mit meinem Scheißmesser beschneiden. Schulz? Schulz! Schulz! hier. Ich habe eine große Auffälligkeit. Und zwar mein Scheißmesser. Der ist viel, viel, wie heißt das nochmal? Der schneidet viel besser als sonst. Ich habe das letztens geschärft gehabt. Mit meiner Ostertasse habe ich das geschärft gehabt. Mein Messer. Der schneidet jetzt viel besser. Das gefällt mir. Wie ich das gemacht habe. Schreibt mir in den Kommentaren drauf, ob ihr sehen wollt, ein Tutorial sehen wollt, wie ich das gemacht habe, mein Messer mit meiner Ostertasse scharf zu machen. So, hier. Mein Spirituskocher habe ich angemacht. Und jetzt mache ich diesen, wie heißt das nochmal? Den Oberteil von diesem Topf drauf. Und hier ist Margarine. Den habe ich mir bei der Tafel gekauft. Und den werde ich dann als Öl benutzen. Also, naja, was heißt Öl? Aber hier als Fett zum Braten. Und jetzt, währenddessen hier Schmiels kommt, oder beziehungsweise ich warte so lange, bis hier komplett geschmolzen ist. Und dann mache ich diese Frikadellen rein. Das riecht irgendwie voll scheiße. Irgendwie so billig und sowas. Finde ich. Das riecht irgendwie nach richtig billigem Hähnchenfleisch. Der so richtig billig ist und scheiße schmecken tut. Aber mal gucken, ob der trotzdem voll cool schmeckt. So, und hier, Marvin, der macht hier in dem Lagerfeuer sein Fressen warm. Suppe ist das, ne? Ja, so eintopfmäßig irgendwie. Gemüse. Ja. Ja. Mohrrübe, Kohlrabi, Schinkenwürfel, Brühe. Vielleicht kommt noch ein bisschen Buko rein. Und Würstchen. Würstchen. Aber richtig gut mit diesen Mini-Margarine. Da habe ich noch mehr davon. Ich finde diese Dinger hier für so etwas voll cool. Das habe ich mir ganz stolz bei der Tafel gekauft. So, jetzt das hier drüben ausmachen. Dazu gibt es dann gleich noch ein paar Würstchen. Oder da kommt noch Kuchen rein. Alles beschlagen. Auf jeden Fall gibt es dazu dann gleich noch Würstchen. Erstmal ein Stück Nusswasser.
Und jetzt diese fertigen Frikadellen hier drauf machen. So, jetzt Weißkraut drauf machen. So, und jetzt diese Hamburger-Soße drauf machen. So, und jetzt die andere Hälfte von diesem Brötchen hier drauf klatschen. Und schon ist mein, mein Armbrot fertig. Zum Fressen. Dieser Fressen ist schon ganz geil. Aber ich finde, wenn das Fleisch Rindfleisch oder Schweinefleisch wäre, das wäre auf jeden Fall dann das wäre auf jeden Fall besser als Hähnchenfleisch. Weil ich finde, diese Frikadelle, die schmeckt irgendwie so richtig billig irgendwie. aber trotzdem hat Geschmack dran. Hier, ich habe heute meinen allerersten Instagram-Post gemacht. Von jetzt gerade. Von dem, dass wir hier rumschlafen. Bei, ich glaube, um die 0 Grad haben wir jetzt gerade. Hier bei diesen Ruinen hier drin. Das ist so ein, weiß ich auch nicht. Hier, vorhin waren ein paar Leute gewesen. Die sind hierher gelaufen. Ich weiß nicht, vielleicht 20 Leute oder so. Ich weiß nicht, 15, 20 Leute bestimmt waren hier und haben sich diese ganzen Ruinen hier angeschaut. Viel mehr auch nicht und sind dann noch gegangen, nachdem die das hier angeschaut haben. Und deswegen will ich euch jetzt einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man hier reingeht zu unserem Schlafplatz. So, da hinten ist dieses Feuer. So, hier vorne, hier sitze ich die ganze Zeit. Hier lädt Akku von der Lampe und die Akkus. Hier ist mein verschmierter Sackkarre. Ich habe normalerweise noch mein Licht hier auf dieser Sackkarre drauf, damit wir uns noch besser anleuchten können. Aber die Batterie, nee, der Akku ist von Licht. So gut wie alle und deswegen lädt er gerade. Hier vorne ist eine Musikbox. Das hier ist Feuer. Und das ist Feuerholz. Hier liegt nur auch noch ein bisschen Feuerholz. Das hier ist Bier. Bier. Geprost. Geprost. Das hier, das ist Marvin. Das ist dieser Funken hier so reingeschmissen. Das ist Marvins Schlafplatz. Da wird er heute Nacht schlafen. Ich gehe nochmal von hier aus. So sieht das von dieser Perspektive aus. hier vorne liegt Marvins Wagen. Ja. Hier ist eine Grableuchte. Und hier ist ein Mülleimer, wo jetzt gerade provisorisch Licht ist. Der steht dran. Provisorisch Licht aus dem Mülleimer kommt, ja. Weil meine Kopflampe ja leer ist, deswegen haben wir jetzt diese Taschenlampe, die hier rumsteht und diesen Dach hier beleuchtet. das ist, wie heißt das nochmal? Müll. Das ist kein Müll, das ist von meinem Zelt. Dieser Rucksack von meinem Zelt, wo mein Zelt reinkommt.
das liegt hier rum. Hier, das ist mein Zelt. Und so sieht das von, so sehen meine ganzen Zeltinnereien aus. Ich habe natürlich wieder meine paar Grabkerzen, Grableuchten hier drin. Damit man das hier, damit man hier viel finden kann und damit das hier so ein bisschen romantisch aussieht. Und ja, bin zufrieden. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Schlafplatz. Und hier seht ihr diese ganzen Temperaturen, die hier am Handy stehen. Wir haben jetzt gerade gleich 11 Uhr. Da steht irgendwas von minus 2 Grad oder so drauf. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wir haben 9. Januar jetzt gerade, also dieser Samstag oder so. Ja, minus 2 Grad steht da irgendwie drauf. Seht ihr das? Geprost! Geprost! Hier! Ja. Hier, voll scheiße! Guck mal, dieser Feuerholz, der brennt viel zu schnell. Wir haben nur noch, glaube ich, diese drei hier vorne. Das war und das hier. Das heißt, wir müssen gleich neu machen. Neues Feuerholz suchen und zersägen und so eine Sachen. Der wird klein gemacht. Und noch kleiner. Ich hab Holz draufgelegt. Jetzt haben wir mehr Feuer. Feuer kommt! Unser Feuerschirm ist ja total am Glühen und sowas. Hier ist ganz viel Glut und sowas. Und genau dieser Glut, das ist genau das, was am meisten heiß macht. Hier, meine nackten Beine, die tun weh von diesem ganzen Glut. Jetzt erstmal Glühwein warm machen. Guck mal, Glühwein bewegt sich. Das heißt, dass dieser fertig ist. Glühwein ist fertig? Ja, Glühwein. So, jetzt hier Glühwein trinken. Hier, Marvin hat Bier aufgemacht und ich habe ja auch gerade Bier aufgemacht. Und das hier, das ist unser letzter Feierabendbier, bevor wir schlafen gehen. Und das werden wir jetzt trinken und darauf ein Geprost. Geprost. So, ich bin wieder im Zelt und wir gehen schlafen. Ich liege jetzt gerade in Marvins, seinen ausgeliehenen Schlafsack.
Genau, das mache ich jetzt. Und mein Schlafsack, den ich dabei habe, den benutze ich als Unterdecke, damit das hier weicher wird auf diesen harten Steinboden. Naja, plus meine Isomatte. Und hier, ich habe noch einen Pullover dabei, den benutze ich als Kopfkissen. Das mache ich jetzt. Und von daher würde ich sagen, wir werden jetzt in den Minusgraden hereinpennen. Ich glaube, minus 2 Grad oder so haben wir jetzt gerade. Oder die ganze Zeit schon. Ja, ich würde sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, man ist auferstanden. Wir haben jetzt so ungefähr 12:30. Wollte gleich Zelt innen rein raus machen. Sachen packen. Zelt zusammenbauen. Zähne putzen und dann wieder zurücklaufen. Bevor ich diese ganzen Zeltinnereien rausmache und alles einpacke, habe ich erstmal einen guten Morgen Bier zu trinken. Ich glaube, 4 Stück habe ich noch in meiner Kühltasche. So, meine ganzen Zeltinnereien sind ausgeschieden. Jetzt werde ich mein Wurfzelt zusammenbauen. So, ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. So, jetzt erstmal zum Wachwerden einen Kaffee machen. Hier in dieser Flasche Spiritus drin. Das hier reinmachen. Und hier, ich habe hier so ein Sturmfeuerzeug, damit das besser angeht. So, jetzt ist dieses Feuer an. Jetzt diesen Schmiertopf hier drauf tun. Und jetzt hier Leitungswasser. Und jetzt hier ein Kaffeepad hier reinschmeißen. Und jetzt warten, bis Blasen kommen. Und wenn Blasen kommen, dann Kaffee ein bisschen umrühren. Und wenn das passiert ist, dann warten, bis das Wasser braun wird. Und dann kann man das irgendwann trinken. So, Wasser kocht. Und jetzt hier ein bisschen wegmachen. Und hier ist das Ding. Mein Spirituskocher ausmachen. Und jetzt hier umrühren und warten, bis diese Bräunlichkeit von diesem Wasser so richtig braun ist. Und dann in die Tasse einfüllen und dann ist Kaffee fertig. So, jetzt Kaffee hier reinschütten. So, hier, Kaffee ist fertig. Kann man auf jeden Fall trinken. So, ich habe gerade meinen Kaffee ausgetrunken, ganz in Ruhe. So, wir haben die Sachen zusammengepackt und wir sind startbereit. Und aufgrund dessen, weil wir startbereit sind, jetzt zum nach fern zurücklaufen, Start kommt. Guck mal, so sieht diese Ruine aus, wo wir drin gepennt haben. Also da drin haben wir heute übernachtet.
Es war chillig, aber jetzt Wanderung zurücklaufen, wirklich Start kommt. Ja genau, das sollte ein Kohlekraftwerk oder sowas gewesen sein, so wie es hier drauf steht. Da haben wir drin gepennt. Ach ja, mein Müllbeutel ist so fett. Der restliche Müll ist in Marvin sein Wagen drin. Aber hier, so fett ist mein Müllbeutel mit den ganzen leeren Bierflaschen und den ganzen anderen Müll, was wir produziert haben. Das wäre voll cool, wenn wir irgendwo so einen Scheißmülleimer finden. Und hier, wir haben ein Gebäude gefunden. Dieser, wie heißt das doch mal? Ja, so ein Lost Place haben wir gefunden. mit so einem, wie heißt das doch mal? Der sieht voll groß aus und so. Hier, wie heißt das doch mal? Ein Loch gefunden. So, und hier, Marvin ist drin. Auf seinem Kanal könnt ihr diese Innereien hier vor diesem Haus hier angucken. Wie das hier aussieht. Diesen Lost Place. Ich bin nämlich dabei, diese Taschen, unsere Wagen aufzupassen. So sieht dieser Lost Place von dieser Seite aus. Hier. Marvin hat sich hier im Loch umgeschaut. Und jetzt ist er am Rausklettern. So, das war dieses Gebäude gewesen. Und jetzt laufen wir nach diese Richtung. Und hier, ich habe hier ein geschmiertes Käsebrot, was ich zu Hause geschmiert habe. Ich glaube, ich werde den jetzt zum Frühstück ein bisschen fressen. Hier, Google will, dass wir über diese Gleisschienen rüberlaufen. Also das hat uns dahin geführt. Und deswegen müssen wir eine Gleisüberschreitung machen. Mit unseren schweren Scheißwagen. Deswegen machen wir das jetzt. Oh, Scheiße. Hier, mein Müllsack ist abgerissen. Das heißt, ich muss jetzt einen neuen Müllsack rausholen und diese ganzen Müll aufsammeln. So, wir sind jetzt gerade über diese Gleise rübergelaufen. Hier. Ich hab jetzt zwei Müllsäcke, weil einer ist, da ist zu viel Gewicht drin. Weil wir so viel Bier getrunken haben. Deswegen ist das zu viel Gewicht für einen Sack. Und deswegen habe ich das Gewicht jetzt in zwei Säcken unterteilt. Und jetzt hoffen, dass wir irgendwann mal so einen Scheißmülleimer finden, damit wir das wegschmeißen können. Weil der nervt, wenn da auf dem Wagen drauf ist. Ja, also ich finde, das nervt, dieser Müll. wir sind gerade im Walde und hier Treppe gefunden mit Gang drin. Scheiße, mein hier, wie heißt das nochmal? Mein Akku von meiner Lampe ist alle. Also von meiner Filmleuchte, diese Scheißlampe ist alle. Die habe ich nicht anbekommen. Und deswegen, weil ich den nicht anbekommen habe, werde ich da jetzt nicht reingehen, weil dann seht ihr gar nichts. Aber Marvin ist da drin. Das wird bestimmt auch auf seinem Video drauf kommen. Wie das hier in diesen, hier drin aussieht. Also werde ich jetzt diese verlassene Treppe hier im Wald wieder hochkommen. Nee, endlich Mülleimer gefunden. Jetzt können wir unser verschmierter Müll hier reinpacken. Ich hab Müll reingepackt. Hier. Guck mal. Langsam Dunkle kommt. Und wir sind gerade hier bei Barme oder wie das heißt.
Da sind wir gerade und jetzt laufen wir nach Richtung Dörfern. Wir sind nicht mal weit entfernt von Dörfern. Und danach nach Pferden. So machen wir das. Und dann laufen wir gleich in Dunklen, weil hier, guck mal da hinten, da ist orangenes Licht. Das sieht so aus, als wenn diese Sonne runter geht. Und deswegen ist das da hinten so orange. Und ja, und deswegen, das heißt, gleich kommt Dunkle. Und dass wir gleich im Dunkeln rumlaufen. Hier, wir haben den voll verschmierten Dörrpferden gefunden. Jetzt werden wir da durchlaufen. So, wir haben jetzt gerade diesen Berlin-Döner hier gefunden, hier in Pferden. Ich habe gerade einen Döner geholt. Ich finde, das schmeckt leider nicht so gut wie der Berlin-Döner aus Sottrum. Aber ich würde sagen, durchschnittlich. Ein Durchschnittsdöner. Hier, meine Lampe scheint irgendwie kaputt zu sein oder nicht so richtig zu funktionieren. Und zwar, jetzt geht die wieder an und vorhin, oder nee, eben gerade, da ging die überhaupt gar nicht an und ist dann irgendwann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später von alleine angegangen. Und genau dasselbe ist heute Nacht auch passiert. Und das finde ich voll scheiße, diesen Defekt. Das heißt, ich muss mich irgendwie, weiß ich nicht, Ausschau nach einer neuen Lampe halten oder so. Nach einer neuen Filmleuchte. Und mir ist auch aufgefallen, dass diese Lampe einfach viel, viel zu schnell leer geht. Also der Akku geht viel zu schnell alle. Oder ich überlege mir was Neues irgendwie. Vielleicht baue ich mir eine kleine Lampe oder so. Also über diese Filmleuchte. Muss ich mal gucken. Vielleicht hole ich mir mal eine Kopflampe, die viel, viel länger hält. Nochmal. Macht da irgendwie was dran, hier was Weißes oder so, und dann klebe ich die irgendwie auf der Kamera dran oder so. Habe ich mir auch schon überlegt, aber ob ich das mache oder ob ich irgendwie eine andere Leuchte finden tue auf Amazon, das vielleicht in die Wunschliste mit reinpacke, muss ich mal gucken, bin noch unentschlossen. So, ich werde jetzt das allerletzte Bier, was ich noch in meinem Wagen drin hatte, auf dem Rückweg trinken. Endlich wieder Bier trinken. Wisst ihr, wo wir sind? Wir sind gerade auf dieser Brücke drauf, wo die Aller drunter schwimmt. Kurz vor Pferden. Und hier fahren auch Züge und sowas über diese Brücke durch, rüber. Also hinter dieser Mauer, da sind Schienen und da fahren ganz viele Züge durch. Und ihr könnt das nicht sehen, aber naja, ich sehe ja auch nichts. Aber hier fließt diese komische Aller, die Aller schwimmt hier drunter. Und wir sind kurz vor Pferden. Ne, hier, wir sind in Pferden angekommen. Und wir sind schon hier beim Bahnhof Pferden. Und jetzt warten wir ungefähr eine halbe Stunde, bis der verschmierte, verschissene, dreckige Scheißzug kommt. Und uns nach zurückbringt. Genau, so ungefähr in anderthalb Stunde kommt der Scheißzug. So, hier. Der Scheißzug steht hier schon. Das heißt, wir können hier schon reingehen im Zug. Und dann später. Ne, und gleich fährt der Zug sogar. Das macht er gleich. Hier, wisst ihr eigentlich, was dieser Zug macht? Der ist losgefahren. Bierpower. Ich habe diese Stange gebierpowert. Ich bin aus diesem versüfften Scheißzug rausgelaufen. Und ich bin jetzt gerade bei Bahnhof Sievaldsbrück oder. Ja, Bahnhof Sievaldsbrück bin ich. Und jetzt laufe ich die letzten rund 2 Kilometer nach Hause zu Fuß. Ja, und jetzt muss ich diese Scheißtreppe runterlaufen. So, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen
Und ich habe mir eben gerade die ganzen Aufzeichnungen angeschaut, die Komoot-Aufzeichnungen und wie viel wann noch gelaufen sind. Und zwar, ich bin insgesamt rund 2 Kilometer von mir zu Hause bis Bahnhofsee über Zbrück gelaufen. Und von dort aus sind wir ja nach Verden gefahren. Und von Verden bis zu diesen Ruinen waren das laut Komoot 13 Kilometer gewesen. Und heute sind wir von den Ruinen wieder zurück nach Verden gelaufen. Aber wir haben da so einen kleinen anderen Weg genommen. Und da sind wir rund 17 Kilometer gelaufen. So, und am Ende bin ich nochmal von Bahnhof Seewaldsbrück nach Hause gelaufen, was auch rund 2 Kilometer entspricht. Und somit komme ich auf insgesamt 34 Kilometer für diese Tour. Und hier, mir ist vorhin eine unschöne Auffälligkeit aufgefallen, genauso wie über Nacht. Und zwar, mein Akku ist zweimal leer gegangen. Und der ist dann, den konnte ich nicht mehr wieder aufladen. Der ist dann so leer gegangen. Und auch nach, keine Ahnung, nach 14% und einmal nach 10% ist alles ausgegangen. Also, der war komplett entladen dann. Also, der gibt langsam einen Geist auf. Und so ist voll scheiße. Deswegen brauche ich einen Ersatzakku. Und das hier, das ist auch mein einziger Akku, den ich habe. Und wenn der komplett ausgeht, das ist richtig scheiße. Dann kann ich diese ganzen Videos nicht weiterfilmen und so weiter. Also Marvin hatte eine Akku-Aufladestation. Ich glaube, den setze ich dann auch in die Wunschliste mit rein, damit die Akkus auch unterwegs geladen werden können. Und dass man auch Ersatzakkus dabei hat, falls genauso so ein Fall wie dieses Mal passieren sollte. Weil das habe ich in der Tour das erste Mal gehabt. Dass ich den Akku von der Powerbank aus nicht mehr laden konnte, weil er viel zu entladen war oder den Geist aufgegeben hat. Aber ansonsten glaube ich, gehe ich mal eben nach Saturno oder so, falls der offen hat. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt offen hat. Aber falls der offen haben sollte, gehe ich zu Saturno oder so und hole mir einen neuen, nochmal so einen Akku. Hier, ich habe auch in dieser Tour das erste Mal mein externes Mikrofon dabei gehabt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie die Tonqualität ist, wenn ich jetzt draußen damit rumgelaufen bin. So, das war voll cool Tour gewesen, mit Übernachtung in Ruinen bei minus 2 Grad oder wie viel wir das nochmal hatten. Und nächstes Mal nochmal machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.